Hi und hallo, ich bin Tanja von dem Familien- und Reiseblog Zuckersüße Äpfel. In diesem Jahr feiert der Oetinger Verlag sein 75. Jubiläum und das wollen wir natürlich richtig feiern. Dafür eignet sich ganz wunderbar ein Blumenkranz, denn in dem Oetinger Verlag gibt es ja auch ganz viele skandinavische Bücher von Pippi Langstrumpf, von Michel, den Kindern aus Bullerbü oder Pettersen und Findus. Und wie wir so einen Blumenkranz machen wollen, das zeige ich euch heute. Für den Blumenkranz braucht man einen festen Gartendraht, einen feineren Gartendraht, grünes Klebeband, eine Gartenschere, einen Seitenschneider, man kann auch noch Bast nehmen, eine normale Bastelschere und ein schönes Band. Zuerst müsst ihr wissen, wie euer Kopfumfang ist und gebt ungefähr 4 cm dazu. Dann nehmt ihr von dem Blumendraht ein Stück und schneidet es ab. Ich habe jetzt einen Kopfumfang von 55 cm und gebe 4 cm dazu. Das heißt, ich habe mir 59 cm abgeschnitten. Und dann kann man ganz einfach die Seiten hier so umklappen. Kann man ihn später dann festmachen. Zur Vorbereitung braucht ihr noch von dem Klebeband und von dem feinen Blumendraht etwas. Von dem Klebeband braucht ihr mehrere Stücke. Einfach abschneiden und an den Tisch festmachen. Ich mache mir jetzt ungefähr 10 Stück davon ab. Nun nehme ich meinen Blumendraht und ich brauche auch von diesem hier mindestens 10 kleine Stücke. Auch mit dem Seitenschneider. Als nächstes brauche ich meine Blumen. Ich habe jetzt hier so kleine und mache mit der Gartenschere nochmal hier ein bisschen Schleierkraut. Ganz wunderbar gehen zum Füllen halt Schleierkraut oder Frauenmantel geht auch gut. Oder man kann auch ganz einfach ein bisschen Kräuter nehmen, wie zum Beispiel Petersilie. So. Ich schneide mir hier auch noch ein bisschen was ab. Nun binde ich aus diesen Blumen so kleine Sträuße. Nicht zu groß. Guck mal, ein bisschen Kräuter sind auch noch dabei. So. Und umwickel das einmal mit dem Klebeband. Okay. Nun schneide ich das recht kurz ab. So mache ich mehrere kleine Sträuße. Kann hier noch ein bisschen was abnehmen. Und das gleiche mache ich nochmal mit dem Klebeband. Einmal fest umwickeln. Und recht kurz schneiden. Und dann brauche ich jetzt verschiedene kleine Sträuße.
bereite jetzt erstmal 10 kleine Sträuße vor und gucke dann, ob ich vielleicht noch mehr brauche. Und ihr könnt alle Blumen nehmen, die ihr gerne mögt. Und so ein bisschen so Schleierkraut zum Beispiel und Rosen. Wenn man so kleine Rosen hat, die eignen sich besonders gut, weil dann kann man den Kranz später auch trocknen und sich hinhängen. Das sieht auch richtig schön aus. Und ihr braucht gar keine teuren Blumen aus dem Blumenhandel kaufen. Ihr könnt halt im eigenen Garten gucken oder halt Nachbarn fragen und man kann auch ganz toll Wildblumen nehmen oder Wildgräser. Wie viele habe ich denn jetzt schon? 2, 4, 5, 6, 7. Mache ich nochmal ein. Wenn man so ein bisschen Kräuter dazwischen hat, so Rosmarin oder Petersilie oder Thymian geht auch gut, dann riecht es auch gleich richtig toll, wenn man den auf hat. Und auch die kann man natürlich schön trocknen, besonders den Rosmarin. So. Ich nehme das mal zur Seite. Noch so ein paar übrig. Nun brauche ich meinen Draht und die vielen kleinen Gartendrähte. Ich nehme das erste Sträußchen und wickel das einmal hier so ran. Schön knapp hinten. Nehme den Draht und wickel ihn so rum. Dann achte ich darauf, dass der Draht nach oben steht, damit er nachher nicht in den Kopf reinpiekt. So. Fertig ist das erste. Jetzt nehme ich das zweite, schiebe das da so drunter. Nehme wieder einen Draht. Wickel das fest. So ein bisschen Friemelarbeit, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann klappt das ganz gut. Wenn der Draht ein bisschen länger ist, kann ich ihn auch noch um das erste kleine Sträußchen mit rumwickeln. Umso besser hält es dann. Ich kann es auch noch schieben. So. Habt ihr kein Klebeband? Könnt ihr zum Beispiel auch den Bast einfach rumwickeln, dann sieht das so aus und das geht genauso gut. So, jetzt sehe ich, dass hier noch ein kleiner Strauß fehlt. Den mache ich mir jetzt noch.
Und wenn ich jetzt merke, dass noch an einer Stelle die Blumen ein bisschen lose sind, dann kann ich einfach noch ein bisschen von dem Draht nehmen oder von dem Bast und die Blumen noch mal so ein bisschen fixieren. Soll ja auch halten und ein bisschen was mitmachen bei der Feier. So, dann mache ich einfach hier hinten den Verschluss zu. Ich kann es noch ein bisschen zudrücken. Und dann kommt auf jeden Fall noch eine schöne Schleife drumherum. Wenn man richtig sicher gehen möchte für eine längere Feier, dass es hält, dann kann man dort auch noch von dem grünen Klebeband was nehmen und das rumwickeln. Knoten. Und dann schneide ich einfach ein bisschen davon ab. So, lasse es runterhängen. Und fertig ist mein Blumenkranz. Wenn ihr den Kranz ein paar Stunden vor dem Fest binden wollt, könnt ihr ihn ganz leicht frisch halten, indem ihr zum Beispiel ein Handtuch nehmt und das richtig nass macht, das dann so ausbreitet und auf das nasse Handtuch dann den Kranz drauflegt. Dann bleibt er bis zu dem Fest frisch.